Jo, servus, grüß euch, liebe Elden Ring Freunde, zu diesem neuen Video, wo ich euch zeigen möchte, wie ihr den Boss Margit the Fell Omen, aka Margit das grausame Mal, aka meine alte Tante Margit, weil meine alte Tante heißt Margit, wie sie den ganz leicht besiegen könnt. Ist der erste richtig schwere Boss im Spiel und ich zeige euch jetzt, wie ihr den komplett easy legt. So, wir warten auf zwei Angriffe, das ist der Sprung, wir rollen durch und haben ihn dreimal am Arsch. Und dann gehen wir weg. Und jetzt kommt der Dash. Wir dashen zurück und sofort nach rechts und hauen maximal zweimal drauf. Und das sind unsere zwei Angriffe. Sprung und Dash. So, jetzt springt er. Wir rollen durch. Eins, zwei, drei und weg. Ausdauer regenerieren. Immer einen guten Abstand halten. So, mach was ordentliches, Bruder. Er macht den Dash. Zurück und rechts. Hat man nicht gesehen, hat trotzdem funktioniert. Und das ist lustig. Sprung, unten durchrollen. Eins, zwei, drei und weg. War jetzt ein bisschen vor der Kamera beides ungünstig. Egal. So, macht nichts Gescheites. Da können wir. Ja, das war jetzt nicht gut, wurscht, ne? So, machst du was? Das war jetzt nicht schlecht. Er macht den Sprung, wir rollen durch. Eins, zwei und drei. Zweite Phase. Schwerer. So, zack und nochmal ein Schlag und weg. Nur mehr ein Schlag. Weil sein Nahkampf ist ein Pain in the Ass. Und wir springen, ein Schlag und hauen ab. Nach seinem Hammer-Move da macht er immer so einen Nachschwung. So. Dash und ein Schlag. Und ciao. So, und jetzt macht er wieder sein Ding. Zack und bam. Ein Schlag und wir hauen ab. Also, wie gesagt, sein Nahkampf ist irre. Jetzt kommt der Sprung. Noch die Dolchwürfe kommt immer der Sprung. Und wir hauen ab. Und jetzt kommt wieder ein Schlag. Zack, Hammer und Schlag. Das darf man nie vergessen. Und das ziehen wir durch jetzt. Volle Konzentration, weil es geht schnell und es ist vorbei. Der Dash. Zack. Rechts vorbei und Schlag. Komm, mach was ich brauchen kann. Zack, zack und wieder Abstand gewinnen und warten auf Dash und Sprung. Dash, rechts vorbei, ein Schlag, auf Wiedersehen. Und jetzt kommt nur einer, ne? Und zack und zack und auf Wiedersehen. Konzentration, weil es kann ganz schnell vorbei sein. Na, ihr habt's gesehen. Also, das war jetzt einmal gut zu sehen. Was passiert, wenn man in sein Combo kommt.
So, wir heilen uns ganz auf zur Sicherheit. In der Kombos hüpfen echt nicht, kommen wir. Und wir hauen ab. Na, schaut euch die Kombo an. Drum, da wollen wir nicht hinein. Und drum hauen wir ab und warten wir wieder auf unsere Angriffe. So, der Dash. Rechts vorbei. Einschlag. Jawohl. Jetzt hat er mich mal erwischt. Komplett egal. Und wir gehen wieder auf Abstand. Jawohl, der Dash. Und weg mit uns. Ziehen wir ein wenig in die Mitte. Sorry. So. Dash. Super. Und weg mit uns. Na, der Dolch ist böse, böse. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, muss ich auch zugeben. Aber Glück gehört dazu im Leben. Jawohl. So, Margit, spreng einmal den Arsch. Er sprengt überhaupt nicht mehr. Er macht gerade keine guten Angriffe, ne? Ja. So, Sprenger. Das ist echt arg. Jetzt, jawohl. Und wir hauen ab. Dash. Noch sein Hammerschwung macht eigentlich immer seine Rückhand, nenne ich das Ganze. Jawohl. So. Ja, das, ne, macht er immer noch einen Hammerschwung. Sehr gut. Und da haben wir ihn, Leute. Margit, meine alte Tante, ist down. Und wir haben den Talismanbeutel. Tarnished. 12.000 Runen. Er zittert vor Angst, er zittert vor der Nacht. Okay.
Talismanbeutel. Ah, nicht schlecht, ne? Ja, das war's. Es ist jetzt in der zweiten Phase nicht ganz leicht, aber es ist trotzdem noch leicht, Leute. Es ist leicht. Es ist einfach eine Konzentrationssache. Ne? Man wartet immer auf diesen Sprung, man wartet immer auf den Dash und wenn er zu nahe kommt, muss man halt ein bisschen ausweichen. Einfach nicht angreifen, sondern immer nur dann angreifen, wenn der Dash oder der Sprung kommt. Jetzt zeige ich nur kurz meine Stats. Seht ihr, ich bin Erststufe 18, also ganz weit unten. 20 Kraft, 20 Stärke reicht für den Typen. Und somit wird dieser erste harte Boss, wo sie teilweise YouTuber stundenlang die Zähne ausbeißen, wird das einfach ein Kindergeburtstag. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mal ein Like da lasst, den Kanal abonniert und eventuell einen Kommentar hinterlässt. Kostet ja nichts lernen. Wir sehen uns demnächst zum nächsten Video. Bis dahin, euer Jack FromSoft.